Georg Ratzinger is the brother of Benedict XVI, and he's also his last living relative. In his new book titled My Brother the Pope, he tells a story of their personal history that spans close to 9 decades. Pope Benedict XVI was born back in 1927 in a small Bavarian town. He grew up the son of a police officer in a Catholic family. He was also the youngest of 3 children. His brother Georg was the oldest child, followed by their sister Maria. Georg and Joseph joined the seminary together after coming home from the war. However, when they arrived back home, they found a Germany that was very different from the one they once remembered. Es war so, dass jeder Kriegsheimkehrer, der musste in dieser Zeit einen Arbeitsplatz nachweisen, dass man nicht einfach untätig irgendwo rumlungerte, sondern dass man irgendwie sich beteiligte am Aufbau des Landes, das ja weitgehend zerstört war. First-hand accounts like this one are told in the new book. It tells the life stories of Georg and his brother Joseph, everything from their time together in the seminary to how their parents reacted when they announced they would enter the priesthood. Sie sagten, die Kinder darf man nicht beeinflussen bei ihrer Berufswahl, höchstens beraten, aber die müssen ihr Leben selber leben. Dann dürfen die Eltern nicht etwas bestimmen, etwas ablehnen, was die Kinder wollen. Georg also gives an insight at the more personal side of the public figure of Benedict XVI, discussing how the two have grown in their fraternal relationship. He also talks about some of the daily habits of the Pope that we often don't hear about. Meine Erholung hat er eigentlich nicht sehr viel. Er geht relativ früh schlafen. Die einen meinen, er ist ein Nachtarbeiter, stimmt nicht. Er geht früh schlafen, die anderen meinen, er ist früh aufstehen, stimmt auch nicht. Also er braucht relativ viel Schlaf. Und das andere ist er, dass er auch weiß, dass er Bewegung braucht, dass er Wert legt auf seinen Spaziergang täglich. Nicht? Der Spaziergang wird ausgefüllt mit dem Rosenkranzgebet, aber er möchte gehen und dabei beten, aber auch sich unterhalten. Und dann die Ruhe, das ist das andere. This story is told by Georg Ratzinger along with German author and journalist Michael Hessemann. And for the first time, the book will introduce many people to Georg, and it will also tell the life story of Pope Benedict XVI as never before.